Hey Herodes, wusstest du, dass 1 plus 1 gleich 2 ist? Na, was? Ja, da bist du platt, wa? So sehr, dass man sich lieber mit bloßen Händen die Augäpfel aus den Höhlen pulen möchte, um hinterher die entstandene Wunde mit Rasierwasser auszuspülen, als sich freiwillig Videos dieser Person anzuschauen. Und damit willkommen auf der im Titel angedeuteten Kanalvorstellung zu der beste Channel auf YT. YT steht hierbei für YouTube. Mein Name ist Robin Ostarafo, meines Zeichens selbstdeklarierter Wortmaterialverwertungsversierter. Diese Brille besitzt keinerlei Bügel und ich werde versuchen, auf benanntem Channel ein intellektuelles Kontrastprogramm zu unserem Hauptkanal zu offerieren. Sicherlich werdet ihr euch jetzt fragen: Was ist das, mein Schatz? Was ist das? Was ist das? Zu Deutsch, welche Art Videos wird dort hochgeladen? Nun, zum einen sind das alte Klassiker, die auf dem Hauptkanal Borderline Ostarafo heute einfach keinen Platz mehr finden. Meine Frau hat mich verlassen, weil ich dich so sehr mag. Und weil ich an dir hänge den lieben langen Tag. Doch das ist nicht so wichtig, denn ich hab ja noch dich. Und andere Personen hol ich doch nicht. Jack Daniel, du bist so gut zu mir. Jack Daniel, dafür dank ich dir. Jack Daniel, Jack Daniel. Zum anderen werden dort natürlich auch neue Videos hochgeladen. Zum Beispiel wird in diversen Texten die deutsche Sprache zelebriert und ihre gehuldigt. Das Wetter. Er wettet. Der Wetter. Wetten, dass das richtige Artikel ist. Zeitungsartikel. Zeitungspartikel. Partikelbeschleuniger. Partikelbeschleunigungshäutiger. Löwe. Besser so. Einigermaßen. Ist weniger rassistisch. Dann kamen wir an einem Piercing-Studio von den Brüdern Ben und Charlie vorbei. Logisch, warum sich der Laden Pierce Bros nennt. Ben hatte seine Freundin Jessica dabei. Sie wollte ein Piercing in den Schritt getackert haben. Also nahm Ben den Chris Tucker zur Hand und Jessica bielte ihr Gesäß auf den Tisch. Charlie schien Jessica albern zu finden. Sie stritten und waren laut. Verglichen mit denen war Ben stiller. Aber schließlich hatte Ben einen Fleck im Gesicht. Jedoch soll auch etwaige Kritik am Verhalten Nutzer sozialer Netzwerke nicht zu kurz kommen. Da heißt es dann, abonniere den, like die Seite, teile dies und das und bub bub, auf einmal hat man 200 Freunde gut geschrieben. Mal davon abgesehen, dass das völliger Bullshit ist, hier die Frage an die Leute, die das tatsächlich versucht haben. Was bitte wollt ihr mit über 200 neuen Freunden, die weder euch kennen noch ihr sie? Mir entzieht sich gänzlich, wie sich der Trugschluss durchsetzen konnte, dass Genus, das grammatikalische Geschlecht des Wortes Kommentar, sei neutral. Fakt ist, dass jeder, der diesen Fehler macht, wie ein präpubertärer grammatikalischer Embryo wirkt. Wenn du dich also in Zukunft nicht mehr lächerlich machen möchtest, dich nun überwunden hast und lernbereit bist, wiederhole dreimal. Der Kommentar. Der Kommentar. Der Kommentar. Auch wird es hier und da zu gegebenen Anlass Gesellschaftskritik geben. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Außer Public Vixing. Auch das ein oder andere Gedicht, anspruchsvoll oder schlicht, ist für die Zukunft schon in Sicht, ob's euch passt oder nicht. Für meine Wunden bist du der Verband. Du bist mein Anwalt und ich dein Mandant. Ich bin die Dose, du Inhalt und Pfand. Du die Regierung und ich bin dein Land. Alter, das ist aber so richtig schwul. Fick dich! Eine Ethikhausaufgabe. Fick dich! Diesen Ausruf, den kennt man ja schon. Er bereichert nur allzu oft eine jugendliche Argumentation. Doch zugegeben ist das schon sehr umgangssprachlich derbe und vulgär. Also könnte man doch einmal probieren, diesen Satz ganz höflich umzuformulieren. Ficke er sich! Das wäre schon nicht schlecht und würde zumindest sprachlich Herrn Schiller fast gerecht. Zum einen muss man erst einmal zugeben, dass dem Wort schwul gar keine so verunglimpfende Wirkung innewohnt. Zum anderen muss man sagen, so schwul ist das doch überhaupt nicht. Ein Gedicht ist doch im Grunde nichts anderes als ein Lied ohne Musik. Zumal ich mich dazu erdreiste zu behaupten, meine Texte hätten durchaus einen potenziellen Unterhaltungswert. So ziehe ich also wohlformulierten, kritischen Wortes raubmordend und brandschatzend durchs Internet. Aber auch durchaus ernste Themen wie der Tod oder die Überwindung der Angst vorm Tod sollen ihren Weg in mein Videoportfolio finden.
Also geht jetzt bitte nicht mit der Erwartung ran, oh, der macht Comedy, oh, ich pull an mir ein. Wenn ich sowas mache, ist es mehr so, als... Für einen angesagten Hüpfer ist die beste Gelegenheit zum Lockern, wenn jemand seine Mannschaft und alle Zuhausis aus der Schaft zu einer Marmeladensitzung in seine Behälter einlädt. So, jetzt habt ihr ein paar Beispiele gesehen, da könnt ihr euch mal ein Gesamtbild machen und euch in Ruhe umklötzen. Ne? Alle Videos, die ich jetzt hier eingespielt habe, sind bereits auf dem Channel hochgeladen. Geil. Ist ja dick. Sollten sich Fragen ergeben haben, könntet ihr ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht kommt dabei ja so ein riesen fettes Fragengeschwulz zusammen. Dass ich darüber direkt ein klärendes Video machen kann. Die nächsten Videos, die auf dem Channel hochgeladen werden, sind wahrscheinlich zum einen die besten Freeman-Fanboy-Hater-Kommentare. Ähnlich wie der Toypimp werde ich eine Top 10 küren. Und zum anderen detaillierte Ausführungen darüber, warum es einfach nur uncool ist, mit derart geballter Penetranz, wie sie manche YouTuber an den Tag legen, nach Abo, Favo, Daumen hoch zu schnochen. Und warum für mich das einzig wirklich Wertvolle die Kommentare der User sind. Wie dem auch sei. Ich will wirklich niemanden forcieren, diesen Kanal zu abonnieren, gerade weil das ein Paradoxon mit meiner letzten Aussage ergeben würde. Aber gerade bei den ernsteren Themen, bei denen ich unter den Videos gerne mal eine Diskussion entfachen würde, wäre es doch ganz schön, wenn der ein oder andere Hans Wurst oder die ein oder andere Hans Würsten ihren Weg in die Kommentare unter den Videos finden würde, um dort ihre Meinung hineinzuschreiben, weil eine Diskussion mit mir alleine unter den Videos einfach keinen Sinn machen würde. Wahrscheinlich werde ich auch hin und wieder mal ein kleines audiovisuelles Experiment starten, und das hat nichts mit Dr. Cox zu tun. Vielmehr meine ich damit Videos, bei denen man sich erstmal denkt, what the fuck, bis man auf die Metaebene steigt und sich denkt, ah, das will der Autor uns damit sagen. Auch solche Videos machen mehr Sinn, wenn sie von mehr als einer Handvoll Leute interpretiert werden. Okay, ich habe euch die Tür gezeigt. Durchgehen dürft, müsst, sollt, wollt, könnt ihr alleine. Weiß nicht, ob meine Animationskünste ausreichen, hier so eine Tür einzublenden, die so geschmeidig öffnet, und dann kann man da draufklicken, damit man... Wir lassen's. Mein Name ist Herbert. Zum einen muss man zugeben, dass dem Wort schwul keinerlei verunglimpfende Wirkung innewohnt. Zum anderen muss man sagen, so schwul ist das doch überhaupt nicht. Ein Lied ist doch im Grunde ein irrigiertes männliches Glied. Ohne G. Okay, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Nachtsicht, Infrarot, Sepia, Dildo, Negativ, Schwarz. Sicherlich werdet ihr euch jetzt fragen, ist mein Penis steif? Ja, er ist es nicht. Schade. Widerlich. Zu Deutsch, welche Videos? Wow! Jedoch soll auch die etwaige Kritik... Nun, zum einen sind das alte Penisse. Jedoch soll auch etwaige Kritik am Verhalten Nutzer sozialer Netz und so... Natürlich rasselt es auch zu gegebenen Anlass ordentlich Gesellschaftskritik. Wir müssen denken, ich bin total gestört. Bin ich überhaupt nicht. Okay, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Nachtsicht, Infrarot, Sepia, Dildo, Negativ und Schwarz.